Ja meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag, ist wieder am Start und zwar mit der nächsten und der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es jetzt mal wieder um ein kleines garnfast Ladegerät und Garnfast ist ja schon in aller Munde, was jetzt die Ladegeräte betrifft. Einmal haben wir jetzt hier einen anderen Halbleiter beziehungsweise haben wir jetzt hier natürlich die Möglichkeit auf geringstem Raum maximale Power rauszuholen. Hier an der Stelle 65 Watt der Travel Charger, der Mini Quick Travel Charger von Baseus, wenn ich das Ganze mal so aussprechen darf zweimal Type C USB Out und einmal USB-A Out. Das ganze zoomen wir mal direkt jetzt hier ran und sehen, okay, alles klar, das ganze wurde also im Oktober 2010 produziert und ist im November sozusagen schon ausgeliefert worden beziehungsweise jetzt hier im Dezember. Wir gucken mal ganz kurz rein. Name Galliumnitrid Quick Charger heißt das Gerät BSE 915 und das ganze unterstützt einfach mal alles, was man sich denken kann bei Type C 1 und 2 sind Spannungen im Voltbereich bis maximal 20 Volt dabei, wobei der zweite Type C 20 Volt 1,5 Liefert maximal 30 Watt und der erste 3,25, also 65 Watt bei 20 Volt. Ziemlich geil. Ansonsten haben wir hier alle möglichen Varianten nochmal. Type-C und Type-C. Insgesamt sind es 18 plus 45 sind 63 Watt. 45 plus 18 sind 63 Watt. Und insgesamt haben wir zweimal den Ausgang mit 15 Watt hier an der Stelle. Also 5 Volt ist gleich 3 Ampere, 15 Watt, wenn wir nur USB-A an der Stelle hier benutzen. 126 Gramm leicht ist das Gerät. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was steht hier? Material PC. Alles klar. Wissen wir an der Stelle schon Bescheid. Der intelligente Chip jetzt hier an der Stelle von Baseos. Kann an verschiedene Geräte angeschlossen werden. Lädt ein MacBook als Beispiel eineinhalb Stunden auf. Was schon mal eine ziemlich geniale Sache ist. Müssen wir das erstmal hier rausholen aus der Verpackung. Was haben wir denn hier drin? Das sieht aus wie ein Brief. Das ist ja interessant. Mit kleiner Visitenkarte oder was ist das hier? Ach, das sind Aufkleber! Ha, ist ja geil. Guck mal hier. Atomkraft, nein, danke, ja, wahrscheinlich. Okay, an der Stelle haben wir hier also Aufkleber dabei. Das ist ja mal ein nettes Gimmick. Vielen Dank, dass du dich dafür entschieden hast. Das haben wir gerne gemacht, weil es ist einfach klein. Es ist kleiner als der MacBook Charger. Kann leider im Vergleich nicht zeigen, wie groß der MacBook Charger ist. Ich habe witzigerweise keinen da, aber ich weiß es trotzdem, dass der definitiv ähm, ja größer ist. Kann als Beispiel mal hier ein InnerTech Ladegerät rausholen. Das hat maximal 45 Watt. Ich zeige euch mal ganz kurz die Specs von dem Gerät hier: 20 Volt, 2,25 Ampere sind dementsprechend 45 Watt. Und da sieht man schon den deutlichen Unterschied: äh, 45 zu 65 Watt. Einmal Type-C, ist jetzt circa anderthalb Jahre alt, das Netzteil. Und hier, achso, müssen wir erstmal abmachen. So, schwupp, das Ding erstmal ab, kleben wir hier erstmal drauf. Haben wir jetzt hier Type-C bis 65 Watt an der Stelle. Ja, nochmal die Hülle abgemacht. Und an der Stelle zweimal, wie gesagt, Type-C, einmal 65 Watt und dann insgesamt eine Leistung von sage und schreibe 65 Watt. Hier steht es nochmal drauf. Da braucht man wenigstens nicht die Anleitung immer mitschleppen. Sozusagen ganz praktisch draufgedruckt. Das haben wir ja bei den anderen Chargern an der Stelle dann auch. Da sehen wir dann, genau da kommt es dann her. Und so viel kriegen wir hier insgesamt raus. Sei es jetzt die 45 bis 18 Watt sind halt 63. Wir werden das Ganze auf Herz und Nieren natürlich nochmal testen und ausprobieren. Gut, dass das Ganze beschriftet ist mal mit Type-C 1 und 2. Somit wissen wir auch, dass hier oben die 65 rauskommen und hier unten an der Stelle nur die 45. Das wurde ja hier, wie gesagt, ja schon betitelt. Das heißt, wir haben nee, 30 Watt. Hat. Entschuldigung, so rum war es. Bei dem zweiten Ausgang sind es ja nur die 1,5 Ampere bzw. 20 Volt, 30 Watt plus die 18 Watt da nochmal oben drauf. Und das ist ein Quick Charge-Protokoll. Was wir jetzt hier sehen, das sieht man einerseits direkt daran, dass wir hier einen orangen Anschluss haben. Auf der anderen Seite, warum ist das Ladegerät eigentlich so klein gebaut? Das kann ich kurz und knapp erklären. Das ist ja das neuartige Halbleitermaterial, Galliumnitrit nennt sich das. Das ist temperaturbeständiger, strahlungsbeständig und säurebeständig. Gut, ihr sollt das Ding jetzt nicht in die Salzsäure pfeffern. Das ist, denke ich, mal ganz klar. Wir haben jetzt hier nebenbei noch eine kleine LED. Das ist schon mal gut ersichtlich. Dementsprechend können Ladegeräte natürlich kleiner und kompakter gestaltet werden. Und das ist schon mal eine praktische Sache, wenn man auf Reisen geht. So wie ihr an der Stelle jetzt hier schon sehen könnt, habe ich einige Powerbanks gerade mal hier hingelegt und somit ist das Ganze vorbereitet. Weiterhin haben wir hier natürlich zu Power Delivery natürlich den Quick Charger, was ich ja sagte. Aber auch Power Delivery, wie gesagt, geht bei Notebooks und so weiter und so fort anzuwenden. Das finde ich ja nochmal ganz praktisch. Ein kleiner Erinnerungstermin für uns hier. Steht nochmal dran für welchen. Typ Netbook oder Notebook oder Tablet, wir welchen Port nutzen können. Das Ganze ist hier nochmal wunderbar schön eingeblendet, damit man da nicht durcheinander kommt. Ich sage mal so, für die hochstromigen Geräte braucht man an der Stelle, die mehr Volt und Ampere brauchen, immer den Port 1. Das ist, denke ich mal, ganz klar. Für Tablet oder Smartphone reicht Port 2 an der Stelle vollkommen aus. Kurzer Blick in die Bedienungsanleitung. Hier sehen wir erstmal so gut wie gar nichts. Alles auf Chinesisch. Dementsprechend gehen wir mal auf die Rückseite wieder drauf und da steht alles dann nochmal in Englisch. Und hier haben wir dann nochmal genau gesehen, dass er zwischen was 0 und 35 Grad an der Stelle betrieben werden darf. Da darf natürlich auch drüber betrieben werden. Er wird dann natürlich etwas wärmer. Das sollte man definitiv dann beachten. Denn das Gerät wird ja auch beim Betrieb etwas warm. Das heißt, wir werden uns jetzt den erstmal im Betrieb genau anschauen. Ich habe dazu erstmal meine Steckdose auf. Tuchfühlung geholt, da das Ganze hier dann einfach reingeht. Gehen wir mal ganz kurz direkt drauf. Naja, so, vielleicht erstmal so. Ich habe übrigens meinen Aukey Charger, auch den mit 60 Watt gerade nochmal dabei, damit ihr mal seht, der ist zwar etwas länger, dafür ist der Aukey natürlich vom Formfaktor etwas breiter. Da muss man halt immer sehen, was man mag. Der erinnert mich so ein bisschen an den Anker Atom- Eins, sage ich mal, den kleinen 30 Watt Garnfast Charger, den allerersten sozusagen. So, jetzt wollen wir aber nicht lang schnacken, sondern wir gucken uns direkt das Ganze an. Wir fangen direkt mal an mit dem Port 1 und nehmen gleich mal vorweg, wir fangen an mit der 65 Watt Powerbank. Da bin ich mal sehr gespannt, ob er das Ding dann überhaupt erkennt. Und er drückt, sage und schreibe 60 Watt rein, 19,9 Volt bei 2,97 Ampere. Dementsprechend sind wir jetzt hier voll und ganz dabei und drücken jetzt hier in die Helper Inc Powerbank, Link an der Stelle in der Beschreibung unten nochmal, die 60 Watt rein. Die kann normalerweise bis zu 65 Watt, ist aber auch schon fast voll, wie wir jetzt hier sehen. Ob nun die 5 Watt mehr oder weniger rein, ist relativ egal. Wir sehen, wir haben ein Sendorkabel, was maximal 100 Watt unterstützt. Dementsprechend gehen wir gleich mal weiter. Die Imuto mit 45 Watt gibt es mal immer mal wieder auf Amazon, ist meistens aber ausverkauft. Guck auch hier, 45 Watt knallt er da ohne Probleme rein. Also auch kein weiteres Problem. So viel ist schon mal wichtig. Ich hatte schon ganz oft mal die Probleme bei, einem Ladeger oder bei Ladegeräten, dass die dann nicht die volle Power da reinknallen können. Das ist dann immer schon sehr imposant. Was ist denn da los? Ach, jetzt hat er es begriffen und geht langsam von der Wattzahl hoch. Das ist die Supertank von Sendur. Aus dem Kickstarter raus gibt es derzeit auf Amazon. Auch hierzu Link in der Beschreibung. Bei der Imut weiß ich nicht, ob es die gerade gibt, werden wir sehen. Auch hier die 65 Watt werden direkt ausgeschöpft. Ihr könnt das nicht erkennen. Hier steht bei mir 78%. Das ist immer so ein bisschen witzig, je nachdem, wie die Kamera die Herz. Und Refresh-Rate vom Display einfängt. Jetzt gerade scheint es gar nicht gut zu funktionieren. Na gut, ist egal. Bei mir wird es klar dargestellt, in der Kamera sieht man es nicht. So gut durchs Gewackle wird das mal immer mal wieder ein bisschen weniger, beziehungsweise sind wir hier natürlich auch schon bei 78% Ladung. Sendo Supertank wird also auch befeuert ohne Probleme. Jetzt gehen wir weiter und gucken uns den Spaß an mit dem Anker. Der kann leider nur 1,5 Ampere bei 20 Volt, sprich also 30 Watt aufnehmen. Nimmt er also auch ohne Probleme an. Der ist relativ leer, wie man hier schon sehen kann. Das heißt, mehr geht natürlich nicht. Da so viele von den Teilen. Und dann gucken wir uns die Helper Powerbank nochmal an. Die kann an der Stelle auch maximal 100 Watt verkraften. Und die resettet sich, glaube ich, macht sie gerade. Und dann nimmt sie doch hoffentlich auch die 65 Watt Power an. Ja, jetzt müsste es eigentlich im Display aufleuchten oder auch nicht. Was macht er denn hier? Ein Error. Er zeigt mir ein Error an. Aha, da haben wir also die erste Powerbank in and out was nicht funktioniert anscheinend. Da bin ich jetzt sehr begeistert, denn wie gesagt, das hatte ich schon mit dem ein oder anderen Ladegerät. Nee, der lässt sich hier wirklich nicht befriedigen damit, das ist sehr traurig. Gut. Hier das Ding lädt jetzt hier an der Stelle nicht. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit abzulesen, was gerade passiert. Das heißt, wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich gehe jetzt hier einmal Quatsch, machen wir es mal so. 30 Watt kriege ich ja aus dem Port hier direkt raus. Wir wollen vorher noch probieren, geht da eventuell noch ein bisschen mehr? Oder ist bei 30 Watt definitiv Sense? Das heißt, der zweite Port jetzt an der Stelle hier. Ja, 30 Watt. Knappe 31 Watt gehen also hier rein. Okay. Das heißt, ich werde jetzt hier Folgendes machen. Ich werde den jetzt hier randüsseln. In der Zeit wollen wir jetzt hier aber die Maximalwerte auslesen. Dazu nehme ich einfach hier meine komplette Stromüberwachung denn hier los? Kriege ich heute keinen Stecker mehr in die Dose oder was ist los? So, packen wir das Ganze mal so rein. Das packen wir mal so rein. Gehen einfach mal auf Watt. Dann habe ich ja gesagt, kriegen wir das hier ohne Probleme hin, dass wir hier 30 Watt reinkriegen in diesen kleinen hier, der sowieso geladen werden müsste. So, so schauen wir mal. Dann kann man das Ganze. Man kann es tatsächlich einigermaßen erkennen. Ich muss einfach mal hier was zwischenlegen, damit das ablesbar bleibt, sonst kriegen wir das hier gar nicht irgendwie hin. Wir nehmen einfach das Ladegerät. So. So, passt es auch. Wir sehen, 30 Watt verbraucht der Charger. Hier unten gehen 27 Watt jetzt direkt rein. Das ist schon mal eine gute Alternative. Da fällt mir gerade der Fehler auf. Ich wollte ja eigentlich das geringe Kabel, was hier keine 100 Watt unterstützt, nutzen, um natürlich dementsprechend die 30 Watt rüber zu pumpen. Und brauche ja das 100 Watt-Kabel an der anderen Seite, damit wir hier. Die maximale Performance dann oben nochmal raushauen. Wir sehen, oben ist wieder drin, 30 Watt sind eingeblendet. Jetzt steht witzigerweise das Ganze hier auf dem Kopf. Das heißt, das USB-C-Meter zeigt jetzt nur noch die Volt- und Amperezahl an: 19,7 Volt und 1,4 Ampere. Also passt das einigermaßen. So, das wieder da drauf: 30 Watt. Wir sehen das jetzt hier an der Stelle. Ich gehe jetzt hier in den oberen Type C an der Stelle rein. Das ist alles heute eine rutschige Angelegenheit. Was soll denn das hier? So, und dann nehmen wir uns jetzt hier meinetwegen mal die Supertank, die soll jetzt ja beladen werden. Wir schauen an der Stelle mal rein. 25 Watt. Hier unten bleibt alles so, wie es ist. Es geht allerdings gerade doch noch mal kurz ein bisschen runter. Jetzt zieht er wieder hoch, also den muss ich wieder so rumhalten. Schauen wir mal, was bei beiden Geräten jetzt hier reingeht. Ob er hier jetzt insgesamt die Power rausdrückt, wie er sagt. Denn wir kriegen ja nicht 30 plus 60, das funktioniert ja nicht. Ah, dann kommen aus dem ersten Port die 45 Watt, wie versprochen an der Stelle. Das heißt, das wären jetzt 20 Volt 2,25 Ampere. Und jetzt hier an der Stelle, gucken wir mal ganz kurz rüber, was der jetzt hier sagt. Der sagt, ah, runtergerutscht. Oh, keine 20 Volt mehr, sondern an der Stelle nur noch. 12 Volt bei 1,5 Ampere. Das ist ja eine interessante Sache. Das gucken wir nochmal bei einem anderen Charger. Beziehungsweise drücken wir jetzt hier mal die Imuto ran. Das interessiert mich jetzt ja auch mal ein bisschen. Was ist denn da los? So, die resetten sich an der Stelle hier beide wieder. Wir sehen, das Kabelwirrwarr ist an der Stelle perfekt. So, mal sehen, ob die. Ja, also der erste Port gibt weiterhin nur die 45 Watt aus. Okay. Also egal, welche andere Powerbank dranhängt, und die geht tatsächlich runter auf 12 Volt. Die schafft dann keine 20 Volt mehr. Das ist ja eine sehr interessante Sache. Was passiert jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel maximal 30 Volt abziehen möchte über den ersten Port? Also sprich, bei der Anker Powerbank gehen ja nur 30 Watt an der Stelle rein, ist egal. Also der zweite Port geht immer runter auf 12 Volt keine 20 Volt Dual. Ich dachte, er kann beide Geräte auf 20 Volt laden. Scheint dann also nicht der Fall zu sein und dementsprechend feuert er jetzt hier auch nur mit 10 Watt rein. Was ist denn da los? 0,5 Ampere bei 20 Volt. Die Überlastung ist wohl da und wir ziehen auch nur insgesamt 30 Watt raus. Das ist natürlich jetzt nicht so das wahre, weil irgendwie jetzt hier wahrscheinlich noch mal ganz kurz gesettet werden muss. Das ist ja wirklich interessant. Darum immer mal direkt auseinanderluckeln hier und auseinandernehmen, damit man weiß, wo kommt welche Voltzahl raus und welche Spannung und welche Amperezahl. Jetzt lädt er die gar nicht mehr hier unten die zweite. Was ist denn da los? Das ist ja alles sehr interessant. Das heißt, wir können hier noch mal direkt rangehen in der Hoffnung, dass er die jetzt erkennt über den zweiten Ausgang mit 12 Volt. Kommt jetzt doch, er kommt langsam wieder in die Gänge. Aber die erkennt er nicht. Also Hyperjuice kann man gar nichts machen, da kommt überhaupt nichts bei raus. Okay, das ist ziemlich interessant. Jetzt habe ich die gerade abgezogen und wir müssen noch mal ganz kurz einen Blick drauf werfen. Kann natürlich auch wieder hier an der Enker liegen. Die spackt hier manchmal etwas rum. Gut, dann nehmen wir einfach wieder das fette Gerät hier, denn normalerweise ist die Super Tank dabei und die Super Tank, die lässt eigentlich alles durch. Gucken wir mal. Müssten wir eigentlich über 45 Watt hochgehen, weil es ist kein zweites Gerät angeschlossen. Genau. Das müssten die 65 Watt wieder sein. Die gehen rein. Definitiv ohne Probleme. So, und jetzt bin ich gespannt, wenn ich jetzt hier über den zweiten Port gehe. Das heißt, behaltet das mal im Auge. Hier haben wir jetzt gerade 67 Watt insgesamt Verbrauch. Ist jetzt nicht weiter wild. Gehen wir hier mal rein. So, und jetzt passiert folgendes: Der resettet sich. 20 Volt müssten jetzt bei 45 Watt müssten wir stehen bleiben. Tatsächlich. Ja. 45 Watt auf dem ersten Output über USB-C kommen raus. Das heißt, wir können unser MacBook, unser Ultrabook laden oder unsere Powerbanks, aber der zweite Port gibt nach wie vor nur 11,7 Volt aus. Das ist ja lustig. Also 20 Volt maximal ist zwar immer noch eine Menge, also 1,8 Ampere mal 12. Da sind wir dann trotzdem noch gut dabei. Und wie gesagt, 45 auf dem ersten Port ist eine Gesamtleistung übrigens. Guckt es an von 73 Watt und ich hatte noch nicht mal am USB Typ A Port was dran. Das holen wir jetzt mal nach. So, ich habe bisher nichts verändert. Ich habe jetzt bloß Folgendes vor und zwar werde ich jetzt hier die Raff Power noch anschließen. Die drückt ja meistens immer die 12 Volt oder zieht die 12 Volt immer noch raus hier aus dem, was sie hier bekommen kann. Wir sind hier unverändert bei den 11 Volt, also 11,7 Volt, knapp 1,8 Ampere, 45 Watt. Das ist also wirklich gut. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt resettet. Der hat sich gerade resettet. Oh, wieder falsch rum. Oh, jetzt kommen hier zum Beispiel nur 5 Volt raus aus dem USB-C2-Anschluss. Die gehen jetzt hier rein. 2,25 Ampere bei 5 Volt gehen hier in die. Helper Inc. Powerbank und unverändert 45, der hat sich gar nicht resettet der erste Ausgang, aber witzigerweise nur 5 Volt und 660 Milliampere. Wenn ich jetzt alle drei Geräte voll auslaste, bin ich trotzdem bei 66 65 Watt. Also nehme ich das USB A Gerät raus, sage ich mal, kann ich immer noch mit über 70 Watt Strom beziehen und komme damit über 65 Watt zurecht. Das ist schon mal eine sehr gute Leistung. Resettet. Der läuft weiter bei seinen 42 Watt, weil 82 Prozent. Völlig normal. Der geht wieder hoch von 5 Volt auf 12 Volt. Sieht auch schon mal gar nicht so schlecht aus. Was passiert, wenn wir jetzt zum Beispiel hier nur den USB Typ 2 Anschluss nutzen? Jetzt bin ich sehr gespannt, ob er bei 20 Volt wieder anfängt. Das interessiert mich ja jetzt stark. Jetzt springt er gar nicht an. Was ist denn da los? Nachdem er auf dem zweiten USB-C Anschluss nicht äh, los wollte, habe ich jetzt nochmal ganz kurz geguckt, 3 Ampere bei 19,6 Volt, zieht er auf dem ersten Anschluss durch, jetzt nochmal direkt das Swipe-Out Richtung da drunter, kann ja nicht sein, dass der mit beiden Anschlüssen, also CC, dann lädt, ah jetzt hat er es begriffen, jetzt geht er auf 32 Watt. Alles klar, 16,4 Volt. Das ist auch eine sehr interessante Spannung. Ich wusste gar nicht, dass der Akku das hier mitmacht, aber da rätseln die alle so ein bisschen rum, damit ich halt die 30 Watt so hoch wie möglich ausschöpfen kann. Macht er hier keine 20 Volt 1,5, sondern 16,4 mal 1,8. Das ist auch nicht schlecht. Wichtig ist, dass trotz alledem die Akkus das unterstützen. Das funktioniert hier ja an der Stelle. Jetzt gucke ich mir noch mal ganz alleine. Den USB-A Port an der Stelle an und bin sehr gespannt, ob der seine 12 Volt rausdrückt per Quick Charge. Macht er auch ohne Probleme. Guck dir das hier an. Da sind wir locker bei 19 Watt, 20 Watt, 12,1 Volt, 1,47, 1,41 Ampere. Das Ganze swipet ein bisschen hin und her. Hier ist die Powerbank dazu. Also, das Ding ist auf jeden Fall nützlich und brauchbar. Wenn man alle drei Anschlüsse belegt, ist es natürlich schwierig. Das sollte jedem, denke ich mal, nochmal klar sein. Trotz alledem kann man alles Mögliche dran laden, ob es Laptop ist oder ob es jetzt hier zum Beispiel über Typ 2 dann einfach nur eine kleinere Variante der Powerbank ist. Ich würde den Laptop immer an den ersten Port anschließen und hier würde ich dann nur normale Powerbanks anschließen. Allerdings würde ich das dann meistens so nutzen, dass ich dann wirklich jedes Gerät einzeln betreibe. Wir können ja mal gucken, was passiert, ob der die 12 Volt beibehält. Wenn ich jetzt hier reingehe, resettet er sich wieder. 5 Volt runtergegangen. Ah, schade. Das heißt, da ist anscheinend nicht genug Kapazität dabei. 5 Volt, 5 Volt, das heißt es kommt nicht mal hier 20 Volt und da 12 Volt, das macht er nicht, auch keine 16 Volt wie eben gesehen, sondern hier 4,7 Volt mal 2,5 Ampere gehen hier rein und hier jetzt leider kein Ampere bei 5 Volt über den USB-A-Port. 20 Watt Gesamtleistung ist jetzt nicht sonderlich viel. Wenn ich jetzt oben den 45 Watt-Port rein äh, benutze oder 65 Watt, kommen 45 Watt raus in meine Powerbank. Das ist auf jeden Fall schon mal eine wichtige Alternative. Ja, ich verlinke euch das Ding unten nochmal in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns wie immer beim nächsten Video. Bis dahin dann erstmal auf Wiedersehen.